sympathisch, die Piraten. Eine Kraft, die das politische System aufmischt, von nix auf 10% und mehr, und das ohne jede Anstrengung, ohne jede Organisation in Berlin und zuletzt im Saarland. Ja, werden in Deutschland Bundestagswahlen, die kämen auch auf 10%. Fix, sage ich dir. Und bei uns würden die wohl auch ins Parlament einziehen. Die könnten einen Besenstiel aufstellen und trotzdem, egal, würden einziehen. Ja, aber ich frage mich halt schon, ob das so ein gutes Zeichen ist. Ich meine, ist das schon die Lösung oder ist das nicht viel eher das Symptom unserer Probleme? Ja, aber welche Probleme? Na, dass halt alle so irgendwie angefressen sind auf das politische System als solches, wie die Demokratie funktioniert, wie die Parteien funktionieren. Aber haben die Piraten nicht zumindest so einen Kern einer Programmatik? Netzfreiheit, freies Internet, neue Formen der Kommunikation und damit auch der politischen Kommunikation. Nein, ist doch klar, der Erfolg der Piraten erklärt sich aus diesem eigentümlichen, wutbürgerlichen Groll gegen die Politik. Die sammeln in Deutschland jetzt alle ein, die diesen Groll teilen. Und in Österreich, da hätten sie es halt ein bisschen schwerer. Klar, weil da sammelt schon die FPÖ ein bisschen ein. Die, die diesen Groll teilen, aber mit der FPÖ nie und nimmer was am Hut haben, die würden die Piraten wählen. Und ich verstehe diesen Groll und wie ich den verstehe. Aber irgendwie ist er mir auch wiederum zuwider, dieser Groll. Die Energie, die die Piraten gebiert, die ist mir sympathisch und zuwider zugleich. Aber wie kann das denn sein, dass einem etwas irgendwie zuwider ist, was man andererseits genauso empfindet? Wie kann einem etwas sympathisch und zuwider zugleich sein? Ja, komisch. Aber ich versuche es mal zu erklären. Zunächst, welche Idee steht denn hinter den Piraten? Na, keine eigentlich, außer die mit dem Internet. Darüber hinaus hat der eine Pirat die eine, der andere die gegenteilige Meinung. Ja, es gibt kluge Piraten, es gibt naive Piraten und es gibt wirre Piraten, die an Verschwörungstheorien glauben, oder Spinner, die schrill verkünden, dass wir praktisch schon in einer Diktatur leben oder knapp davor sind, dass wir in einer Diktatur leben. Das fällt nur nicht auf, weil eh keiner so genau hinsieht, weil es ja nicht um Inhalte geht, sondern um Protest. Man sagt Nein zum etablierten System, indem man Piraten wählt und sagt damit Ja zu etwas Neuem. Ja, aber das ist halt auch ein bisschen wenig. Man wählt die Piraten, weil sie keine Partei sind. Ja und? Und wenn sie dann gewählt sind und dann ein Jahr im Parlament sitzen, dann sind sie auch nicht mehr neu. Im besten Fall sind sie dann selbst zu einer funktionierenden Partei geworden. Und das ist tatsächlich der beste Fall, wie gesagt. Im schlimmsten Fall haben wir dann nachträglich erst mitgekriegt, dass wir da schon ein paar seltsame Fuzzis ins Parlament gewählt haben. Also Neuheit ist natürlich etwas extrem Schönes, aber als alleiniges Kategoriensystem ist halt schon noch ein bisschen wenig. Ja, und wenn wir mal schon dabei sind, dann denken wir mal drüber nach, was können die Piraten, was beispielsweise die Grünen nicht können, was repräsentieren die, was die Grünen nicht repräsentieren. Ja, dass es bei den Grünen jetzt auch schon Routine gibt und Parteiorganisationen und dass die Organisationen wie ein Räderwerk funktionieren, im allerbesten Falle, und dass solche Routine immer den Insidern einen Vorteil gegenüber den Outsidern verschafft. Aber das wäre ja bei den Piraten auch nicht anders nach einem Jahr. Und was machen wir dann? Wählen wir uns dann die nächsten rein? Naja, aber selbst wenn es so wäre, bin ich jetzt versucht, mir ins Wort zu fallen und zu sagen, naja, aber dann ist es trotzdem immerhin eine Energiezufuhr. Ja, eh. Aber das, was mein eines Ich als erfrischend empfindet, nennen wir es mal das kreative Chaos, das findet mein anderes Ich schon langsam ein bisschen nervig. Piraten in den Talkshows, die sagen, ja, zu dem Thema habe ich keine Meinung, da kenne ich mich leider nicht aus. Ja, so schön, dass mal Politiker sagen, dass sie sich nicht auskennen. Und bei fast jedem Thema sagen sie, da kennen sie sich nicht aus. Und langsam nervt das aber schon ziemlich. Warum soll ich denn Politiker wählen, die sich nicht auskennen und darauf auch noch stolz sind? Euro-Rettung, Griechenland-Krise, Entschuldigung, da kennen wir uns nicht aus. Naja, aber will man es Ihnen vorwerfen? Ich meine, ich kenne mich ja auch nicht bei jedem Thema aus. Ja, aber bin ich auch noch stolz drauf? Setze ich mich in Talkshows, wenn es um Themen geht, wo ich mich nicht auskenne? Jedenfalls, von nix eine Ahnung haben, ist schon auch eine sonderbare Art von Erfrischung. Und es spricht ja viel dafür, dass die Piraten eine Eintagsfliege bleiben. Erstens, sie haben eben keine Programmatik, die sie derart scharf von anderen Parteien unterscheidet, dass sich darauf eine langfristig gesicherte Existenz gründen kann. Und zweitens, weil sie wenig verbindet, außer der Kitt des Erfolgs, werden sie sich schnell zerstreiten. Das sieht man ja schon in Deutschland. Die beginnen sich ja jetzt schon innerlich zu zerreißen. Ja, und weil die so viel auf Transparenz setzen, kann man das jetzt schön im Internet nachlesen, wie blank der Hass
schon ist, mit dem sich die untereinander verfolgen. Aber ja, aber andererseits ist mit der Eintagsfliege, das hat man ja auch bei den Grünen gesagt, dass die eine Eintagsfliege bleiben werden, und dann hat man sich auch an sie gewöhnen müssen. Und mit uns, sagen die Piraten jetzt, mit uns wird das auch so sein, sagen sie jetzt schon mit stolz geschwellter Brust. Ja, und das kann schon sein, aber es ist halt schon ein bisschen großmäulig, weil die Grünen, die wurden immerhin von einer breiten Bewegung getragen, die sie dann in die Parlamente geschwappt hat. Und wie viele Parteien sind doch von bloßer Unzufriedenheit in die Parlamente hineingespült worden, an die sich heute niemand mehr erinnern kann. Das muss man auch mal dazu sagen. Wer kann sich denn noch erinnern an die Stadtpartei in Hamburg oder an die Schillpartei oder an den Herrn Dinkhauser oder wie der heißt in Tirol? Also das Eintagsfliegenphänomen ist schon die Regel und die Grünen waren bisher die Ausnahme. Ja, aber doch bringen die Piraten Leben in die Bude. Ein neuer politischer Player kommt ins Spiel. Das belebt die Demokratie, die sklerotisch ist und erstarrt. Alle Mann fertig machen zum Ändern, ist ja die Parole von den Piraten. Und es ist ganz gut, dass man das nicht gendert, weil es gibt auch bei denen eh fast keine Frauen. Ja, und das mit der Belebung der Demokratie, das ist natürlich schon wahr. Aber gleichzeitig macht eine Aufsplitterung des Parteiensystems die Demokratie nicht notwendigerweise demokratischer. Das muss man auch mal begreifen. Berlin ist ein schönes Beispiel dafür. Da gab es vorher ein Fünf-Parteien-System und jetzt gibt es auch ein Fünf-Parteien-System, weil die FDP rausgeflogen ist und die Piraten sind reingekommen. Aber diesmal ist die Arithmetik so, dass sich praktisch nur mehr eine große Koalition ausgegangen ist. Und im Saarland gilt das im Grunde genauso. Also Zersplitterung des Parteiensystems kann auch heißen, dass sich irgendwann mal nur mehr eine große Koalition ausgeht für immer oder als Alternative dazu höchstens eine komplizierte und praktisch nicht durchführbare Drei-Parteien-Koalition. Und das ist natürlich auch nicht gerade was, was diesen von allen beklagten Stillstand auflöst. Und in Österreich kann das leicht dazu führen, dass sich demnächst außer einer Gott sei Dank unrealistischen SPÖ-FPÖ-Koalition überhaupt nur mehr Drei-Parteien-Koalitionen ausgingen. SPÖ, Grüne, Piraten, aber das halt natürlich auch nur theoretisch, weil mit einer Partei, die es gleich zerreißen wird, kann man ja schwer koalieren. Oder SPÖ, Grüne, BZÖ oder ÖVP, FPÖ, BZÖ oder ÖVP, FPÖ, Grüne. Na, ich brauche solche Regierungen alle nicht. Also, wie gesagt, mir sind sehr sympathisch, die Piraten. Aber ich glaube nicht, dass wir das politische System funktionstüchtiger machen, wenn wir zu den existierenden Parteien, an denen uns dies und das und bei manchen mehr und bei den anderen noch viel mehr nicht passt, wenn wir zu diesem Parteiensystem immer noch mehr Parteien hinzufügen, noch dazu, wenn die Partei, um die es im Konkreten geht, in nicht unerheblichem Maße alle möglichen Clowns und Spinner anzieht. Ich glaube, da müssen wir uns was anderes ausdenken, unsere Energie in was anderes stecken. Jetzt sind alle ein paar Wochen lang ganz aufgeregt über die Piraten. Alles konzentriert sich auf die Piraten. Verlorene Zeit, verlorene Energie, fürchte ich. Und ich fürchte auch, dass wir besser dran tun, dass wir unsere Flasche Rum aufmachen und diesen Piratenhype verrauchen lassen wie den Kanonendonner von Tortuga.